Ah, sagen wir, worin ist sie besser? Im Anderssein. Ba, 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 bam. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Minecraft. Und ich muss mir jetzt erstmal meinen Timer stellen, damit ich auch irgendwie hier eine Zeitangabe habe. Hier, Timer. Also, ich bin gerade auf meinem Handy, Timer. Ja, ist er. In Wahrheit steht er nur dumm rum. Ja, bestimmt. Und die Folge beginnt, meine Freunde. Na gut, hat gerade schon mitgekommen, aber passt. Hui! Da hinten ist Jakobs geiles Haus, Machits geiles Haus und Jans komisches Haus. Habe ich eigentlich Resource Packs? 174, 162. Du Opfer! Lass den Scheiß! Pass Mein auf, was Haus du ist nicht tust, ich hab ein komisch. Dia-Schwert. Wenn ich jetzt zu dir komme, bist du tot. Mein Haus ist nicht komisch. Nein, ich bin runtergefallen. Ich bin. Ach, Scheiße. Mein Haus ist nicht komisch. So, jetzt wollte ich erstmal hier was Wunderschönes verfassen. Also ja, stimmt, Samuel hat eine Idee. Ich habe eine Idee, aber dazu muss ich mich irgendwo safe hinstellen. Ich Würde hol. sie gerne für die Zuschauer explanieren. Ja, mach ich. Aber erstmal tue ich. Sag mal, ich tu dir nichts. Von mir hast du keine Gefahr zu erwarten. Nein, nicht das, sondern das. Genau. Ich brauche noch. Ey, ich brauche echt noch einen Geheimraum. Ich habe Geheimraum oder Geheimtor, was meinst du? Geheimraum. Also, ich habe Stell schon. mich einfach zu meinem Bett. Ich habe eine Geheimtruhe. Geheimraum zum Hinstellen. Dann nehmen wir das Buch und Quill in die Hand und schreiben, meine Freunde. Ich mache einen Vertrag, der das Leben in Minecraft regeln soll. Oh Gott. Ich wüsste gerne sagen, was ich mir von Regeln. Mal hier hin. Und ich gehe mal kurz in den Untergrund. Samuel, du musst auch ein bisschen reden. Ja, die sehen doch, was ich schreibe. Ja, aber ich sehe es nicht. Und deswegen will ich es hören. Nachdem wir die Ich gebe ihn Leute dir dann. nicht hören, dann ist ja Wir langweilig. können über irgendwas schreiben. Okay, worüber sollen wir reden? Ja, heute ist ja Unterricht. das 24.11. Ja, um 14:23 Uhr. Ja, und das heißt, vor 2 Tagen kam die Explosion. Ist in Deutschland. Deutschland, Deutschland, Deutschland. Nee, ich wollte es nicht anfangen mit der Nationalhymne. Ja, sag mal, geht klar. Viele Leute haben dem entgegengefiebert. Jetzt ist natürlich die Frage, heißt es immer noch Next Gen oder heißt es nicht mehr Next Gen? Das heißt nichts schön. Naja. Soweit ich weiß, berät gerade noch eine Kommission darüber, ob es Next Gen heißt oder nicht. Da gibt's eine Kommission? Den Haag. Wusste ich gar nicht, dass sowas Kommission gibt, Alter. Das stand bei GameStar. Als guter Spieler musst du dich doch darüber informieren. Ich bin kein Konsolenspieler. Aber trotzdem, PS4 und Xbox One sind das Thema überhaupt, müssten eigentlich sein. Dann habe ich mich noch mit meinem Cousin darüber gestritten, was besser ist. Ich persönlich bin für die PS4 natürlich. Die Ich einfach auch. geil ist. Samuel, warum bist du denn für die PS4? Weil die einfach geil ist, weil ich eine PS3 habe. Das ist eine sehr gute Begründung. Nicht. Weil sie einfach bessere Qualität hat. Qualität wovon? Ist billiger, ist besser. Ah, Samuel. Worin ist sie besser? Im Anderssein. Ich Vielleicht. weiß nicht, ich finde, die Xbox hat sich einfach im Vorfeld so viele Minus erarbeitet. Ja, schwer zu erklären. Nö, das war eine gute Erklärung. Ich habe sie verstanden, weil ich habe die Zuschauer sie verstanden haben. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare, was Samuel für einen Scheiß labert. Helft euch gegenseitig.
Ein Netzsammelloch ist. Hilft euch, ich bin böse. Und schreiben. Was nicht. Ach ja. Eigentlich brauche ich gar keine Cola, aber hier unten ist so viel, dass ich die gerne mitnehme. Hier ist echt zu viel Kohle. Vielleicht ist noch mehr Kohle. Lava, ich will hier Lava blubbern. Vor euch sehen Sie, vor sich sehen Sie einen. Frau Wieder versucht in ein, etwas in ein Buch zu schreiben, was allerdings nicht klappt, da er nicht so gut schreiben kann. Samuel antwortet nicht mal darauf. Ja, was ist? Ich habe gerade gesagt, du kannst nicht schreiben. Ach so, das kann sein. Oh, kann sein für euch, weiß ich nicht. Ah, ja. Ich bin ein glücklicher Mensch. Warum? Ich habe hier in einer Höhle Diamanten gefunden. Mich auf den Blubber zu verrückt, aber ich habe 6 Diamanten, diese bringe ich jetzt nach Hause. Mir scheißegal, was ihr sagt. So, wie viele Regeln soll ich denn aufschreiben? Ich muss jetzt 3. Was hast du denn jetzt für Regeln, sag mal? Lass mich teilhaben an deinem Wissen. Gebäude müssen dürfen was? Nicht abgerissen werden ohne Zustimmung des Eigentümers. Samuel will daraus ein paar Schlappen machen. Hm? Nichts. Ich hab's ja auf der Aufnahme, Jan. Ich kann's mir nochmal anhören. Okay, jetzt sind die Zuschauer auch. Kann nur über eine. Man darf sich nicht in Game Mode setzen, wenn man im Rage Mode ist. Genau. 3/40 mehr, nein, was? Ja, damit Samuel nicht so die ganze Zeit halt in Game Mode sitzt. So wie letztes Mal, als man Jits Bude anfackeln wollte. Ja, ich hab den Lava einmal noch als symbolische Erinnerung. Oh, wie süß. So, packen wir mal das Eisen hier rein. Diamanten kommen in meine versteckte Truhe. Ihr Zuschauer nicht sehen werdet, weil sonst können sie auch sammeln und so sehen. 11 Stück. Dabei werden ja. Fraktionen. Samuel, heute kam die Minecraft-Folge, wo du sagst, wo Matit sagt, ich hätte 11 Stacks Kohle. Und wie viele sind's? Ja, so um den Dreh sind schon 11, da hat er recht. Ja. Aber ich hab die Hälfte davon versteckt, deswegen. Über 1-1-Point. Oh, erst jetzt haben wir geil. Ja, läuft. Jetzt kommt Punkt 6. Game Mode nur mit einer über 50% mehr halt erlaubt und nicht zum Zweck des Zerstörens. Wie süß. Oder des Tötens. Wie süß. Ich glaube, da schreibt man in dem Fall schreibt man Zerstörens und Ding groß, ne? Ja, sagen wir ganz genau. Die müssten noch hier verbessern, dass man in den Text reinspringen kann, um Dinge zu verbessern. Warum das nicht? Hä, nein. Hi, Jan. Du guckst bei mir gerade gegen die Wand. Das kann sein. Sieht voll lustig aus, dem Kopf steckt, aus deinem Kopf kommen die Flammen von der Fackel. Läuft. Und des Tötens. Was gibt's noch für Regeln? Kannst du mir noch was sagen?
Was hast du? Ich weiß ja nicht, was du schon aufgeschrieben hast. Also, ich kann ja mal ein bisschen vorlesen. Ja, vor dieser Stunde. Vertrag zum Regeln des Zusammenlebens auf diesem Server erst. Er ist, um gültig zu werden, von allen Mitspielern zu unterschreiben. Die Regeln. Wichtige Entscheidungen können nur mit einer Dreiviertelmehrheit entschieden werden. Bestrafungen und anderes. Bei Enthaltungen kann auch eine über 50% Mehrheit erhalten, ja. Das Töten von Spielern und deren Haustiere, Nutztiere ausgenommen, außer explizit erwähnt, ist verboten, solange Punkt 1 nicht mit einbezogen wird. Trolling ist erlaubt, aber ohne materiellen und psychischen Schaden. Gebäude dürfen nicht abgerissen werden ohne Zustimmung des Eigentümers. Kriegsrecht kann nur über eine Dreiviertelmehrheit beschlossen werden. Dabei werden Fraktionen von den Spielern willkürlich beschlossen. Game Mode ist nur mit einer über 50% Mehrheit erlaubt und nicht zum Zweck des Zerstörens und des Tötens. Sam hat jetzt den 1 plus 3 Vertrag aufgestellt. 1 plus 3. Warum 1 plus 3? Wäre es 1? Ja, 1 ist der eine, der dann nicht die Mehrheit hat, und 3 sind die anderen, die dann immer die Mehrheit haben. Was ist das? Ist doch gerade gesagt. 1 plus 3 Vertrag. Alter, ich weiß, die Schweine sind so laut. Was gibt's noch für Verträge? Klauen, genau. Klauen aus Kisten. Wird bestraft. Komma, die Bestrafung erfolgt über Punkt 1. Erfolgt. Ich twitter euch alle. Über Punkt 1. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Eisen, das gefällt mir doch schon. Mit was kommt jetzt? Jetzt kommt 8, gell? Wenn du vorher 7 hättest, dann kommt 8, genau. Jeder muss admin / operator sein. Punkt. Falls nicht, ist es keiner. Punkt. Jan, du musst dann auch noch alle Leute operaten, gell? Hab ich schon. Jeder muss Admin und Operator sein, falls nicht, ist es keiner. Hab ich schon. Gut. Ja. Was kann man da noch abbauen oder so? Ja, das stimmt, das kann auch sein. Betrug bei Handel wird mit Punkt 1 geahndet. Ich hebe dann mal weiter den Raum aus, wie ich schicken werde, okay? Ja, mach das. Zehntens. Handel wird von den Spielern selbst entschieden, Komma, Fehlentscheidungen sind. Was heißt, wenn man selbst dafür haftet, sind selbst haftbar, oder wie? Weiß ich jetzt gar nicht. Handeln wird von den Spielern selbst entschieden, Fehlentscheidungen sind. Für Fehlentscheidungen muss man selbst haften. Genau, das ist gut. Für. Erlöscht. Fehlentscheidungen muss man selbst haften. Punkt. Hafti. Hafte? Hafti. Muss der Spieler selber Haftbefehl haften. Punkt. Haftbefehl. Handy hat gehört. Lass mal gucken. Ich hab Nachricht. Also. Ich dachte, Majid hat geantwortet, ne? Nein. Ja, ich habe ihm eine SMS geschrieben. Ja, ich weiß.
und anderes der Art sind mit eingeschlossen. Was kommt jetzt? Ist Punkt, kommt Punkt 11. Ne, das sind die 10 Gebote, weißt du? Cheat Trail. Ah, was können wir denn noch machen? 10, 11 gehört Allmann, jetzt kommt Jakob. Wie heißt der? Da ist. Die Folge geht noch 15 Sekunden. Echt, jetzt läuft, okay, dann bin ich gleich dran. Ja, mit aufnehmen, oder? Täusche ich mich. Ne, ich muss ja noch weiterschreiben, also. So, okay. Und danach muss ich das noch dir zeigen und du musst uns dann auch unterschreiben. Wenn ich will. Wenn du willst. Aber nur wenn du willst. So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ich mit Punkt 11 weitermache. Verstanden, Papierkram. Tschüss. Tschüss.